Sollte ich vielleicht nochmal Heilung mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ja doch, ich nehme vielleicht doch nochmal ein Erste-Hilfe-Spray mit. Besser ist es vielleicht. Dann ist immer noch ein Inventarplatz frei. Es muss dann halt irgendwie reichen. Ich habe hier, glaube ich, ein Spray. Hatte ich noch. Ich nehme erstmal. Ja, zwei sogar. Ja, nehmen wir das jetzt nochmal mit. So, jetzt aber. Auf zu Chris! Chris, wir kommen! Halte durch! Ja gut, ich meine, er hat ja in seiner Zelle nichts auszustehen, ne? Außer vielleicht, dass er Hunger und Durst hat. Ich weiß ja nicht, Pipi muss. So die üblichen Probleme. Was ist denn mit dir schon wieder nicht richtig? Au, lass mich! Ihr Assis, ich wusste es. Eigentlich war es klar. Oh Gott. Oh ja, klar, dass es eigentlich kein Spaziergang wird, oder? Oh mein Gott. Halleluja. Da unten kann ich mir vorstellen, dass da auch noch eins rauskommt, weil da oben war auch noch so ein hässlicher Lüftungsschacht. Aber ich höre sie tatsächlich nicht. Der Laborausgang ist verschlossen. Hä? Hä? Habe ich das da jetzt nicht richtig entriegelt? Oh mein Gott, habe ich das falsch entriegelt? Ich kriege die Krise. Ich kriege die Krise, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt ja ein bisschen dolle peinlich, ne? Oh mein Gott. Serena, du bist einfach nur doof. Ich bin so doof. Ich bin einfach so doof. Aber ich dachte, ich hätte den jetzt entriegelt. Naja. Gucken wir halt nochmal. Fahrstuhlfahren macht ja Spaß. Gucken wir uns das Elend da unten nochmal an. Oh Gott. Oh mein Gott. So, dann zeig mal her. Muss ich da nochmal drauf drücken? Ich dachte, ich hätte das jetzt schon. Ich verstehe es nicht. So, also hier nochmal rum. Da liegt immer noch dieses Ekelvieh. Das elektrische Schloss wurde deaktiviert. Ja, ist doch richtig, oder nicht? Hä, das ist doch richtig. Also, ich verstehe es nicht. Also Leute, ich bin echt überfragt. Das elektrische Schloss wurde deaktiviert. Eine Reihe von Kapseln wieder befindet sich ein unglaublich hässliches Wesen. Ich check's halt einfach nicht. Das elektrische Schloss wurde deaktiviert, ja. Aber was für ein Schloss eigentlich? Eine Reihe von Kapseln. Ja, wir gucken. Also ich gucke mir das jetzt hier alles nochmal an, weil ich Angst habe, dass ich halt irgendwas. Wieso komme ich denn nicht an Chris ran? Also das verstehe ich halt gerade absolut nicht. Es müsste doch jetzt eigentlich, habe ich doch alles. Ein Gerät zur Erfassung von Daten aus Experimenten. So ein elender Tod, ja. Ein Gerät zur Erfassung der Daten aus Experimenten. Also ich renne jetzt hier durch, klicke alles an. Weil ich halt. Hä? Eine Reihe von Kapseln, ja. Was soll denn hier noch sein? Ich verstehe es nicht. Leute, ich verstehe es beim besten Willen gar nicht. Bin ich blind? Da, oh mein Gott. Oh mein Gott.
Es ist so peinlich, Leute, es ist so peinlich. Gut, alles klar. Können wir bitte einfach nicht drüber reden? Können wir bitte einfach nicht drüber reden? Bitte? Dass ich das nicht gesehen habe, ne? Dass ich das einfach nicht gesehen habe, ich dummer Mensch. Es ärgert mich einfach zutiefst. Es ärgert mich so brutal. Echt. Oh Gott. Naja, dann los. Attacke. Attacke, Chris, ich habe einen Schlüssel. Jetzt aber. Jetzt aber. Oh, die Viecher wäre ja schon platt gemacht, dann können wir jetzt ja endlich runtergehen. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist so peinlich. Leute, es ist einfach so peinlich. Gott. Jetzt aber. Chris, ich hol dich da raus. Chris. Jill. Sorry, dass du warten Sorry about the musstest. wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Okay, immerhin sind wir jetzt nicht alleine. Chris, komm, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, da ist noch was drin in deinem Raum. Lass mich da bitte noch mal kurz rein. Oh ja. Ja, die nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Damit war es das. So, wo müssen wir jetzt hin? Da wahrscheinlich, ne? Labor, erstes Untergeschoss. Da durch die. Da hoch. Okay, ja, alles klar. Ich musste gerade mich kurz einmal orientieren. Aber logisch. Okidokli. Ich bin bereit zu fliehen. Endlich. Ich hoffe, uns holt auch jemand ab. Weil durch diesen ekelhaften Wald laufen will ich eigentlich nicht. Chris, kommst du? Los, beeil dich. Ich bin hier lang genug gewesen. Ich habe keine Lust mehr. Come on, let's go. Ach, jetzt rennst du vor, oder was? Meine Güte, jetzt rennt er vor. Jetzt bin ich wieder alleine. Ist das sein Ernst? Erst bleibt er hinter mir, kommt nicht hinten ran und jetzt rennt er vor. Am Arsch. Einfach am Arsch. So. So, jetzt mussten wir hier rein und da, genau, da war ja die Leiter. Ich erinnere mich. Da müssen wir jetzt hoch. Und dann müsste da nämlich die andere Tür sein, durch die wir dann durchkommen. Hoffentlich. Die da. Sie haben den Schlüssel für Labor verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr ablegen. Ja, bitte. Und raus. Einfach nur raus, Leute. Oh mein Gott. Wieso liegt denn hier so viel rum? Das ist kein gutes Zeichen. Ja. Nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Ja.
Was ist denn da drin? Nee, nicht kombinieren. Prüfen. First Aid. Ja, okay. Ja, wir belassen das mal so. Ich hoffe, das geht gut. Den anderen Kasten lassen wir da mal liegen. Ja, warum reden wir nicht mit ihm? Lauf, ich möchte gerne hier raus. Oh, ja, die nehmen wir noch mit. Verdammt. Ach, wisst ihr was? Was war das denn gerade? Was sind das denn für Dinger eigentlich? Sind das normale Granaten? Können wir die vielleicht kombinieren damit? Kann ich die jetzt mitnehmen? Okay, gut, geht nicht. Dann machen wir das anders. Wir verwenden das jetzt einfach. Wir brauchen es eigentlich nicht, aber was ist das? Sicherungskasten. Ja gut, den brauchen wir wahrscheinlich, ne? Nicht wofür, aber wir brauchen die bestimmt. Da. Da müssen wir es bestimmt einsetzen, oder? Der Aufzug hält keinen Strom, die Sicherung fehlt. Ja. Oh nein. No, we've come so far. We can make it. Jill, ladies first. Chris, would you let me have my moments too? All right. Let me help you. Have my moments too. Ist auch geil. Ja, lass mich alleine darauf fahren. Ist bestimmt cool da oben. Ich wäre halt aber gerne nicht alleine da hochgefahren. Weil ich habe das Gefühl, dass das Vieh unten, ich glaube, das ist dieser Tyrant, einfach noch nicht der Endgegner war. Aber was soll denn der Endgegner sein? Wir haben doch jetzt alle Wesen erlebt, ey. Brr. Was ist das? Signalraketen. Ja, okay. Oh, okay. Ja, nice. Kann ich die? Muss ich die? Moment. Da kann ich Brad-Zeichen geben. Nice. Einfach mitten aufs Helipad stellen, damit er auch genau da runterkommt. Hi, Chris. You made it. Oh, da kommt unser Heli. Ja, supi. Endlich Hilfe. Ja, ja. Wir kommen hier raus, Leute. Wir kommen doch hier raus, oder? Ja. Bestimmt. Ach, schön. Ja, ihr Lieben, das war Resident Evil. Also, krass. Also, ich muss echt sagen, ich bin froh, dass wir jetzt eben nicht nochmal kämpfen mussten, sondern einfach so wegfliegen konnten und es endlich hinter uns gebracht haben. Aber
Mega, mega cool auf jeden Fall. Also kann man gar nicht anders sagen. Wenn man sich hier erstmal so in diese Spielmechanik auch eingefunden hat, macht es richtig, richtig viel Spaß. Also ich bin echt gespannt. Ich habe entschieden aufgrund eurer Meinung in den Kommentaren, dass wir die Chris-Variante nicht nochmal durchspielen. Also ich für mich, aber nicht hier auf dem Kanal so rum. Huch, wer ist sie denn? Einfach um auch nochmal die andere Sicht zu sehen, die andere Seite und zu gucken, wie die Story da verläuft. Und ja, dann wird es jetzt ein nächstes Projekt geben. Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, aber ich habe jetzt auch noch ein, 2 Tage Luft, mich zu entscheiden, was ich machen möchte. Es wird auf jeden Fall nicht Resident Evil sein und es wird auch nicht der letzte Teil von Tomb Raider sein. Aber es wird etwas werden und wenn das dann durch ist, dann werden wir mit Resident Evil Zero weitermachen. Also so auf jeden Fall. Ich werde die Reihe auf jeden Fall zu Ende bringen. Ich werde nicht, ich habe die Spiele bis einschließlich 7 aktuell. Village habe ich noch nicht. Ich habe gedacht, ich habe genug Spiele jetzt. Ich habe auch die PlayStation-Variante von Code Veronica. Muss ja mal gucken, ob wir das, wie das aussieht, ob wir das spielen und ich habe auch die Revelations-Teile. Also wir haben genug, was wir hier spielen können. Ich werde es auch versuchen, in der chronologischen Reihenfolge zu spielen, wie die Ereignisse laufen und nicht wie die Spiele rauskommen. Und wir haben auf jeden Fall genug zu tun und das wird immer, ich denke, immer im Wechsel mit einem anderen Projekt laufen. Also quasi ein Resident Evil-Teil, ein anderes Projekt und dann wieder ein Resident Evil-Teil. So ist mein Plan. Weil ich möchte jetzt nicht nur Resident Evil Jill, erstmal you did a bringen. fine job. Oh, Sonntagsausflug, okay. 14 Stunden, 37 Minuten, 51 Sekunden, 122 erledigte Kreaturen, 413 abgefeuerte Schüsse, 39 verbrauchte Farbbänder und 30 verwendete Heilungsobjekte. Nett. Jill hat ein neues Kostüm. Sie haben einen Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Sie können sich im Ankleideraum umziehen. Halleluja. Okay. Ja, speichern Sie Ihr Spiel. Ja, dann speichern wir doch mal hier, würde ich sagen. Nice. Okay, ihr Lieben. Ja, wie gesagt, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, was das nächste Projekt wird. Ich habe ein, zwei Ideen. Ich muss mich jetzt aber nochmal entscheiden. Ich werde mir jetzt einfach nochmal die, quasi die Beschreibung, die, ich sag mal, die Coverrückseiten theoretisch angucken, für welches ich mich dann entscheide. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf das neue Projekt. Und dann hoffe ich, dass ihr morgen wieder mit dabei seid. Und ja. Oder ansonsten beim nächsten Resident Evil oder bei einem anderen Projekt, je nachdem, was euch gefällt oder nicht. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und dann bis dahin. Tschüss.